Sehr geehrte Frau Eichler, liebe Frau Maria, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Stefan, sehr geehrter Herr Landrat, lieber Stefan, sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Bürgermeister. In meiner Jugendzeit, in den 80er Jahren, gab es eine sehr erfolgreiche deutsche Band, die hieß Liv. Sie hatte mehrere Hits, unter anderem auch das Lied Déjà-vu. Und Déjà-vu beginnt mit den Worten: Ich bin jetzt raus, jetzt stehe ich hier. Auch ich bin jetzt raus und ich stehe vor Ihnen. 16 Jahre durfte ich Bürgermeister von Sandhausen sein und ich war es gern. Das Amt hat mir sehr viel bedeutet. Ich habe mich damals im Jahr 2005 zur Wahl gestellt, weil ich hier im Ort, in dem meine Mutter geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich zu Hause bin, etwas bewegen, weil ich auf die künftige Entwicklung Einfluss nehmen wollte. Ich war sehr dankbar für das Vertrauen, das mir mit der Wahl, aber auch dann mit meiner Wiederwahl in 2013 entgegengebracht wurde. Und ich bin froh, heute an meiner Verabschiedung sagen zu dürfen, dass während meiner Amtszeit doch etwas bewegt wurde. Und wenn ich heute auf die 16 Jahre zurückblicke, da gab es Jahre, da ging es nach oben und da gab es natürlich auch Jahre, da hatten wir mannigfache Probleme. Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Flüchtlingskrisen, jetzt die Pandemie, aber auch die Diskrepanz zwischen sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben haben so manche Ratssitzungen überschaut. Sie sehen also, Herausforderungen gab es genug, doch alles in allem darf ich heute wohl feststellen, in den vergangenen 16 Jahren sind in unserer Gemeinde eine ganze Reihe wegweisende Projekte realisiert. Keine Sorge, ich werde jetzt keine 16 Jahre in einer Projektliste Revue passieren lassen. Herr Landrat, aber die Frau Eichler hat ja auch schon einiges erwähnt. Aber dennoch, ich möchte erwähnen, dass es mir immer ein ganz besonderes Anliegen und für Sandhausen unheimlich wichtig war, unsere Gemeinde zu einer kinder- und familienfreundlichen Kommune zu entwickeln. Ebenso wichtig waren mir immer solide Finanzen, die Sanierung vorhandener Infrastruktur, aber auch die Erschließung der Großmühlach 2 sowie Ansiedlung neuer Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe vor dem Hintergrund Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir haben es gehört, 85 Millionen Euro im Kernhaushalt investiert, Wasserversorgung kommt nochmal 15 dazu, also fast 100 Millionen Euro in die Infrastruktur der Gemeinde, das kann sich sehen lassen. Und ich denke, das hat neue Perspektiven eröffnet und den Standort hier in Sandhausen als attraktive Wohngemeinde gestärkt. Und ich bin froh, hier Impulse gegeben zu haben, aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass dies alles nur erfolgreich umgesetzt werden konnte, weil viele sie befürwortet und auch unterstützt haben. Sie beruhen auf ein Kollektiv, auf gemeinsame Anstrengungen, auf dem Wirken, natürlich auch ein bisschen von mir, aber auch von Ihnen, von den Damen und Herren des Gemeinderates, von den Parteien und der Gemeindeverwaltung sowie den beteiligten Bürgern, Vereinen, Kirchengemeinden, Organisationen und natürlich auch den Unternehmen. Auch wenn der Bürgermeister an der Spitze steht, kann er alleine nichts durchsetzen.
Das war mir immer bewusst. Ich habe es am Montag in der Gemeinderatssitzung schon erwähnt. Ich habe mich nie als Alleinunterhalter oder Alleinherrscher verstanden. Und mir lag auch stets viel daran zu erfahren, was die Menschen hier in Sandhausen bewegt. Und ich habe es immer als großes Plus verstanden, dass es in Sandhausen sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt. Ihnen allen, mit denen ich in den letzten 16 Jahren habe zusammenarbeiten dürfen, möchte ich heute nochmals danken. Ich möchte auch Ihnen danken, Ihnen, die den Weg heute hierher in unserer Festhalle gefunden haben, zur Amtseinführung von Herrn Günesch und auch zu meiner Verabschiedung. Herzlichen Dank, lieber Stefan Habert, dass du heute Abend hier bist. Wir kennen uns jetzt schon Jahrzehnte, kann man sagen. Und es ist uns, es ist mir eine Ehre, wir wissen das zu schätzen, für dein Amt als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als fünfter Mann im Staat, wünsche ich dir ganz persönlich weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen. Ich danke Eva Maria Eichler und ich danke unserem Landrat Stefan Dallinger für die freundlichen Worte, die zu meiner Verabschiedung soeben kundgetan wurden. Und natürlich auch herzlichen Dank an all diejenigen, die zum Gelingen der heutigen Veranstaltung beigetragen haben bzw. noch beitragen werden. Dankeschön, liebe Frau Eichler. Dankeschön, liebe Frau Schäfzig, für die Organisation. Dankeschön, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber auch ein herzliches Dankeschön an die Musikschule Südliche Bergstraße für die musikalische Umrahmung. Aber auch Ihnen, liebe Ratsmitglieder, möchte ich vielmals danken. Sie haben meine beiden Amtszeiten manchmal mit Widerspruch, aber sehr oft mit Zuspruch begleitet. Ich war immer froh, dass es in Sandhausen möglich ist, über Parteigrenzen hinweg zu guten Lösungen zu gelangen oder einen für alle Beteiligten annehmbaren Kompromiss zu finden. Und das hat dazu beigetragen, dass wir den Gestaltungsrahmen, den eine Kommune wie Sandhausen immer noch hat, dass wir den auch ausschöpfen können. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Bürgermeisterkolleginnen und Bürgermeister der Gegenwart und der Vergangenheit, dass wir immer fair miteinander umgegangen sind und unter Zurückstellung individueller Interessen trotzdem viel bewegt und erreicht haben. Ganz herzlich darf ich mich nochmal bei unserem Landrat, aber auch bei den Abgeordneten, da schließe ich natürlich auch die Dame mit ein, der Gegenwart, aber auch der Vergangenheit, für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir haben ja oftmals miteinander kommuniziert, in Berlin, aber auch in Stuttgart, das war ja auch nötig. Herzlichen Dank. Und danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Zweckverbandes unterer Rat, insbesondere den Amtsleitern und den Mitgliedern des Personalrates, auf die ich mich stets verlassen konnte. Danke für die gute, loyale Zusammen- und Mitarbeit. Und hervorheben möchte ich vor diesem Hintergrund meine Sekretärin Frau Kral, die mir mein Vorzimmer in den vielen Jahren so hervorragend gemanagt hat. Glauben Sie mir, das ist nicht immer einfach. Ich wollte mit mir nicht zusammenarbeiten müssen, mindestens 8 Stunden am Tag. Und ich muss sagen, Frau Kral hat nie auf die Uhr geschaut und war auch abends und an den Wochenenden, wenn ich sie gebraucht habe, immer unterstützend zur Seite gestanden. Herzlichen Dank dafür. Heute zu meiner Verabschiedung darf es vielleicht auch ein paar private Worte sein. Besonders erwähnen möchte ich meine Familie, die meine politischen Ambitionen miterlebt hat. Das war für sie nicht leicht. Und wenn jemand eine gehobene Position erreicht, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, dann ist die Familie, die Kinder, die Ehefrau, die sind mit betroffen.
Alltag verändert sich und auch auf die Ehefrau, sogar auf die Kinder kommen, ohne dass sie selbst ein Mandat erhalten haben, bestimmte Erwartungen zu. Und natürlich bleibt bei einem verantwortungsvollen Amt immer, immer zu wenig Zeit für die Familie. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und glaub es mir, alles hat ihren Ort seinen Preis. Aber dennoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, es lohnt trotzdem, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. So lautet mein Fazit nach 16 Jahren als Bürgermeister: Man kann etwas gestalten, man sieht, was man tut. Und von daher, meine Damen und Herren, ist mein Abschied von diesem Amt natürlich auch mit Wehmut gepaart. Heute geht etwas zu Ende, was mein Leben viele Jahre bestimmt und mir sehr viel bedeutet hat. Aber jeder Abschied ist auch ein Neubeginn und deshalb mit Vorfreude auf vielleicht etwas Neues verbunden. Und da geht es mir nicht anders. Und deshalb trete ich nun mit gutem Gewissen ab. Auch deshalb, weil ich mir absolut sicher bin, dass ich unsere Gemeinde mit meinem Nachfolger Hakan Güneş auch weiterhin in guten Händen befinden wird und ich darauf vertrauen kann, ganz fest vertrauen kann, dass er die bevorstehenden Aufgaben mit gleichem Engagement voranbringt, wie es seine Vorgänger getan haben. Und dazu wünsche ich dem Bürgermeister eine glückliche Hand. Ihnen allen wünsche ich Glück und Erfolg. Uns allen wünsche ich, dass es weiter vorwärts geht und Sandhausen eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt. Und die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin couragiert und engagiert zum Wohle der Gemeinde zusammenstehen. Nur gemeinsam, meine Damen und Herren, lässt sich etwas bewegen. Ein Resümee, mit dem ich mich jetzt mit den besten Wünschen für Sie und allen Bürgerinnen und Bürger als Bürgermeister verabschiede. Auf Wiedersehen, macht's gut. Zukunft weiter erblühend und facettenreich bleibt.